Ja, hallo liebe Kanalis, liebe Natur- und Pilz-Community. Hier ist mal wieder euer Pauli auf dem Weg in eine kleine Naturexpedition sozusagen. Und jetzt gucken wir einfach mal. Wir haben ein super traumhaftes Wetter, eine herrliche Sommernatur. Leider hat es die letzten Tage nur einmal geregnet. Es gab ein Gewitter ungefähr vor 2 Tagen. Deshalb hoffe ich mir jetzt in puncto Pilze nicht allzu viel. Ich glaube auch nicht, dass schon Röhrlinge bei uns aus dem Boden kommen, aber jetzt gehen wir einfach mal los. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ja, Leute, bevor ich jetzt richtig in die Natur reingehe, ist mir jetzt hier gerade auf dem Weg beim Radeln noch was aufgefallen. Und zwar wächst hier an dieser alten Mauer hier, in so einer etwas feuchteren Nische, wachsen hier Faltentintlinge. Ja, sind zwar schon deutlich drüber, beginnen schon in die Autolyse überzugehen. Und ich denke mal, das ist hier der braunschuppige Faltentintling. Vielleicht auch der schmalsporige. Auf jeden Fall, dass man die mal sieht. Und das ist also ein Pilz, der dieses Pilzgift Coprin enthält. Das also in Verbindung mit Alkohol giftig, toxisch wirkt. Und sonst ist es eigentlich ein guter Speisepilz, ähnlich dem Schopftintling. Man sollte aber 2 Tage vorher vorverzehren, 2 Tage danach, also kein Alkohol zu sich nehmen. Mindestens 2 Tage, ja. Mir hier eben gerade so schön aufgefallen. Ja, hier haben wir jetzt noch so einen schwarzen Schleimpilz, der hier also richtig schön glitzert und glänzt in der Sonne. Auf jeden Fall sieht man hier auch mal wieder, wie variabel die Pilzwelt einfach sein kann. Ja, hier nur ganz kurz, also da habe ich gerade vom Weg aus gedacht, dass da irgendwelche Steine oder so Betonklumpen auf dem Holz irgendwie fest sind, aber das ist also hier eine Trametenart, ganz hell, also wie so Kalkstein schaut es echt von Weitem aus. Scheint sich hier sehr wohl zu fühlen. Nun, hier habe ich jetzt gerade noch eine gelbe Lohblüte entdeckt, ein Schleimpilz, der sich hier so zurückgezogen hat, dass man also aus der Ferne wirklich denken könnte, das sei ein anderer Pilz, also ein Fruchtkörper, der hier hochwächst, ist aber ein Schleimpilz, wie gesagt, der hier die Gestalt eines normalen Fruchtkörpers angenommen hat, sich zurückgezogen hat sozusagen bei der nächsten Feuchtigkeit, beim nächsten Regen, beginnt da wahrscheinlich etwas zu wandern dann. Ja, Leute, und wenn jetzt hier nicht gerade das schöne Vogelgezwitscher wäre, dann wäre dieser Ort wirklich ein bisschen trostlos und düster sogar vielleicht ein bisschen, ja. Also hier schaut es fast aus wie auf einem kleinen Pilzfriedhof. Ja, hier sind also diese ganzen ehemaligen stolzen Fichtenporlinge verendet. Ja, wächst sogar schon Moos obendrauf, also weiß nicht, ob sie sich nochmal erholen können, aber das sieht hier wirklich aus, wie gesagt, wie so ein kleiner Pilzfriedhof. Jetzt finde ich hier mitten auf der Wiese eine Schildkröte. Also es ist unglaublich. Wir sind doch hier nicht im Dschungel. Jetzt hat sie ihren Kopf einzogen. Die kommt allein nicht mehr hoch. Komm, ich helfe dir. Ihr seid, upsala, heieiei, wo gehörst denn du hin? Ha? Ist ja ein wunderschönes Tier. Ja, da muss ich dir jetzt mal gucken, dass ich dir da irgendwie einen Weg bahnen kann ins nächste Gebüsch rein. Hm? Ja, echt krass, also eine Schildkröte habe ich auch noch nie gefunden auf meinen Expeditionen. Hat ein bisschen Angst. Naja, ich versuche jetzt mal noch ein Stück weiter zu helfen. So Leute, ich habe jetzt natürlich auch nicht genau gewusst, was ich machen soll. Ich bin leider nicht bei Save the Turtles, aber ich bin jetzt mal mit meiner Schildkrötenfreundin hier in die Nähe von einem kleinen Gewässer gegangen, hier von einem kleinen Bachlauf.
Und ich denke mal, jetzt kann sie sich vielleicht aussuchen, ob sie da lieber irgendwie im Gebüsch lang schlendern will oder doch in Richtung Wasser. Weil vielleicht hat sie ja jetzt auch Durst, wenn sie da länger auf dem Rücken gelegen ist. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich einfach viel zu wenig damit aus. Also es ist schon kurios und es ist auch mal was, irgendwie was ganz Tolles, hier irgendwie mal so eine Schildkröte anzufassen. Ja, aber ich hoffe nur, dass ich jetzt so vom Bauchgefühl her wenigstens ein bisschen das Richtige gemacht habe. Ja, dass sie überlebt und dass sie noch ein schönes Leben haben kann. Ein langes, das die Schildkröten ja oft haben. Naja, wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute, meine Süße. Ja, geh mal zum Wasser runter. Ja, Leute, jetzt noch ein kleiner Nachtrag hier zu meinem Schildkrötenfund. Also für manche von euch, denen jetzt vielleicht schon das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht ist, dass ich hier einfach irgendwelche Schildkröten aussetze. Also ich habe jetzt gerade am Rand hier von einer Wohnsiedlung, also habe ich mal doch nur geschaut, ob ich irgendjemand antreffe. Und da auch jemand gefunden, der mir also gleich gesagt hat, dass das wohl eine Zuchtschildkröte sein muss, die also jemand gehört, die wahrscheinlich irgendwo ausgebüxt ist. Und da die ja zum Glück nicht sehr schnell sind, haben wir sie dann auch sofort wieder ausfindig gemacht. Ich habe sie dann mitgetragen und auf dem Weg dorthin haben wir ein Schild hängen sehen an einem Zaun, dass die also wirklich jemand vermisst, also mit Anschrift, Telefonnummer und allem. Und ich habe den Herrn dann ausfindig gemacht und konnte die Schildkröte dann also dem Besitzer wieder überbringen. Der hat sich natürlich riesig gefreut und sich bedankt. Und ja, ich muss dazu sagen, ich kenne mich halt da einfach zu wenig aus. Ich bin da kein Experte für Amphibien oder Reptilien, Amphibien glaube ich. Ja, nicht mal das weiß ich jetzt richtig gerade. Ja, meine kleine Törteline ist sozusagen wieder in guten Händen. Und ich werde aber auf jeden Fall mal die nächsten, ja, 2 Monate vielleicht irgendwie mal nochmal bei dem Besitzer vorbeischauen. Das haben wir auch ausgemacht so. Und dann filme ich sie vielleicht nochmal und packe das dann auch in eins meiner Videos mit rein, dass ihr euch auch überzeugen könnt, dass es ihr wirklich gut geht. Ja, so kann man Fehler machen. Ich muss auch dazu sagen, dass es bei uns in der Nähe einen See gibt, in dem wirklich Schildkröten leben. Also da hat auch mal jemand scheinbar so ein Pärchen ausgesetzt gehabt. Die haben sich dann irgendwie weiter vermehrt. Also es gibt so einen See, ich habe die selber da auch schon mal gesehen mit ein paar Leuten zusammen und deshalb bin ich auch davon ausgegangen, dass die vielleicht wirklich in der Natur leben. Naja, wie auch immer. Jeder irrt sich mal. Hauptsache ist, ihr geht's wieder gut, meiner kleinen Törteline. Und ja, werdet sie auf jeden Fall mal besuchen und euch auf dem Laufenden halten, wie es ihr so ergangen ist. Nun, jetzt kann ich hier an dieser Stelle gerade mal nur was zeigen. Also trotz dem, naja, relativ schweren Gewitter vor 2 Tagen ist also hier im Nadelwald zumindest, wo es ein bisschen offener ist, der ganze Boden schon wieder wirklich futztrocken. Ja. Also ja, da könnte man hier ein Lagerfeuer machen mit den Hölzchen. Das ist also alles schon wieder ganz spröde und trocken. Also da kann man sich natürlich jetzt auch von der Pilzwelt nicht allzu viel erhoffen. Hier vorne habe ich gerade aber nur was entdeckt. Die fühlen sich natürlich trotzdem pudelwohl hier. Die Fichtenporlinge, die also hier auf so frisch abgeschlagenen Hölzern wachsen, ja. Also wunderschön, sehr vielfarbig. Und denen gefällt das natürlich. Ja, das Holz, also die dicken Baumstämme, die speichern das Wasser natürlich auch wesentlich länger. Ja, und so reihen die sich hier schön an, treten schön aus den Baumstämmen aus und zersetzen diesen natürlich von innen. Ja, hier ein richtiges Pärchen. Das wäre eigentlich eine schöne Deko, ja, so eine Holztafel mit 2 so schönen Fichtenporlingen. Hübsch anzusehen sind sie immer wieder jedenfalls. So, nun gut Leute, also da es jetzt in dem Waldstück, in das ich jetzt nur gerade gegangen bin, dass es da viel zu trocken war und dadurch, dass das mit der Schildkröte hier dazwischen kam, was mich ja doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat, wenn ich ehrlich bin, aber
Naja, es ist ja wichtig und schön, dass es ihr wieder gut geht. Möchte ich mich jetzt mit diesen Panoramaaufnahmen hier von den schönen Allgäuer Bergen verabschieden. Bis zu meinem nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Könnt ihr mir gerne ein Like oder ein Abo dalassen. Ich hoffe jetzt, dass es dann bald losgeht mit den Röhrlingen und spätestens, wenn die aus dem Boden schießen, dann melde ich mich auf jeden Fall wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, tschüss, euer Pauli.